Ich grüße euch. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, ist ein neues Simpsons-Spiel dran. Ja, die Suche auf ein neues, gutes Simpsons-Spiel geht weiter. Das hier ist Itchy und Scratchy. Ich glaube, in neuen Simpsons-Folgen kommen die gar nicht mehr vor. Aber ich habe die schon seit Ewigkeiten wirklich nicht mehr Simpsons gesehen. Irgendwie ist da die Luft raus, habe ich das Gefühl. Das war ja im Prinzip eine Zeichentrickserie, die die Simpsons-Kinder in der Zeichentrickserie geguckt haben, die so ein bisschen over-the-top gewaltmäßig da war. Ich denke mal, ursprünglich sollte das einfach eine Persiflage auf diese alles ist brutal und so weiter sein. Aber anscheinend war man in den 90ern so verzweifelt, dass man selbst dazu ein Videospiel gemacht hat, zu so einem kleinen Bestandteil der Serie. Im Prinzip alles, was mit Simpsons ist, hat sich wahrscheinlich gut verkauft. Bevor ich starte, falls ihr mal einen Wunsch haben solltet für eine Retro-Panda-Quilzig-Folge, immer her damit. Ich bin natürlich für Vorschläge und Wünsche immer da. Aber lasst uns mal zusammen reinschauen. Also, ich habe ein bisschen mal recherchiert. Ich glaube, das war 1994 erschienen. Mal gucken, was in den Optionmenüs so ist. Okay, Jump, Swap Weapon ist da, X, okay. Speedrun, Jump, Use Weapon, Swap Weapon, alles klar. So, und zwar ist, soweit ich weiß, da die Herausforderung, man spielt die kleine Maus, ich glaube, das ist Itchy. Und da soll man halt die Katze, den Scratchy, erledigen im Level. Schauen wir mal. Jurassic Bath. Also schon mal die Einleitung ist so ein bisschen wie in der Serie. Könnte schlimmer sein, wobei die Grafikqualität, naja, gut. Gibt Besseres. Okay. Haben wir schon coole, fetzige Musik. Okay. Zack. Hat er einen aufs Maul bekommen. Okay, ich habe jetzt eine andere Waffe. Ich laufe jetzt hier einfach mal rum. Den habe ich doch getroffen. Hä? Was habe ich da jetzt gerade verletzt? Oh, das ist Käse. Käse ist für die Maus wahrscheinlich gut. Aber warum treffe ich den denn nicht? Aber so gesehen, er versucht mich ja auch anzugreifen. Und trifft mich ja auch nicht. Boah. Also, dass man auf dieser Dinosaurier-Skelett irgendwie sich verletzt, das ist mir nicht ersichtlich. Die Treppen läuft man nicht hoch, die springt man hoch. Auch sehr intuitiv, muss ich sagen. Da hochzukommen. Warum kann man nicht einfach ganz normal die Treppen hochgehen, wie bei jedem anderen Spiel? Okay, das Käse. Papi ist getroffen. Also, ich würde sagen, die Kollisionsabfrage ist nicht gerade die tollste. Danger. Ja, gehen wir auch da mal rein, ne? Was auch mal. Ah! Okay. Okay. Mal gut, es stand Danger drauf. Da kann ich mich nicht beschweren. Bam! Ja, voll spannend. Ah, da oben rechts ist die Lebensleiste von Scratchy wahrscheinlich. Ich schätze mal, die muss ich denn dementsprechend leeren. Wie komme ich da hoch? Ist irgendwie auch echt komisch, dass die L- und R-Tasten auch zum Springen sind, muss ich sagen. Das hätte man irgendwie. Soll es einfach gar nicht belegen, wenn sie dafür keine Funktion haben. Okay. Also wahrscheinlich sind hier im Level verschiedene Waffen verteilt, nehme ich mal an. Weil der hat nämlich immer andere. Aber irgendwie ist der immer schneller. Boah. Also mein. Ja, was soll denn dieser scheiß Dino da auch noch? Oh, ein Knochen. Haben wir ja Knochen was gemacht? Wie
ich will auch hier so Mini-Roboter haben. Das ist wahrscheinlich eine Waffe, die er vor mir eingesammelt hat. Wo hat er jetzt die Banane her? So. Mal gucken, ob ich den ganz billig jetzt so weiter treffen kann. Na, wo ist er hin? Warum treffe ich den? Also dieser Holzhammer, man muss so genau treffen. Ja, jetzt sind mir gefühlt alle Waffen und ich nicht. Hä? Also vor allem das mit den Treppen, das stört mich. Das war die nicht ganz normal, ne? Normalerweise denkt man ja, man drückt nach oben und geht die nach oben. Hä? So. Dann geht's ja wahrscheinlich darum, wir zuerst mal die Waffen einsammeln, ne? Boah, diese Leitern! Oh, ich hab Bogen. Bäm! Und bäm! Okay. Ich bin doch darüber gesprungen! Ja, knapp daneben. Also, der Bogen habe ich schon mal zuversichtlich, dass der besser ist. Zack. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Nachdem sie getroffen wurden, dann sind sie kurz normal und dann blicken sie erst, dass sie unverwundbar sind. Normalerweise blickt man ja sofort irgendwie. Mal gucken, ob hier was drin ist. Wie das hier gleich wieder umgerannt werde. Ja. Macht voll viel Sinn, da zu sagen. Außer, dass ich ihn jetzt... Ganz ehrlich, technisch mag die Musik jetzt nicht übermäßig schlecht sein. Okay, einen Stein habe ich noch. Ich wollte gar nicht laufen. Ja. Aber da oben ist... Jawohl, noch der Bogen. Ich glaube, der Bogen ist der beste, ne? Ja, ich hätte mir die Tastaturbelegung merken sollen. Mit dem Bogen gewinne ich auf jeden Fall. Seht ihr das? Da denkt man kurz, okay, jetzt kann ich ihn sofort wieder treffen. Okay, zugegeben, das wäre auch ziemlich cheesy, die Strategie. Na, wo ist er? Wo ist er? Na, komm her. Komm her, ich hab den Bogen. Ah. Immer scheint er sich auch selber zu verletzen. Na, wo ist er? So eine kleine Minimap, wo irgendwie steht, wo der gerade ist oder so, wäre vielleicht ganz hilfreich. Also es ist quasi so ein Klopfspiel quasi. Okay, was ist das jetzt? Nächstes Level. Huch! Hey, ist aber unfair hier. Okay, die Schildkröte hier kann ich... Hä? Bom, bom. Ja. Oh Mann, wie spannend. Okay, für den Gegner bin ich jetzt gerade zu doof, ehrlich gesagt. Es gibt hier gerade die verschiedenen Waffen. Wo kann ich ihn denn treffen? Hier scheint es so eine Art Bosskampf zu sein. Okay. Habe ich mich jetzt einfach nur blöd angestellt? Okay, das ist schon mal toll. Diesen Knochen, den wirft er ja. Aber wenn man springt, kann man den nicht werfen. Das ist natürlich auch etwas nicht sehr... Wo habe ich den? Gut. Was? Wo kriege ich jetzt neue Knochen? Also mit Knochen habe ich den ja wesentlich verletzt, aber... Toll, wenn ich springe, kann ich natürlich auch nicht mit den Knüppel schlagen. Also springen und schlagen geht schon mal nicht. Herrlich. Hm.
keine. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt nie großartig der Meister vom Bosskämpfen gewesen. Oder muss ich. Ah! Den Kleinen muss ich jetzt denn. Den Kleinen muss ich denn killen, um die Knochen zu bekommen. Also Spannung sieht anders aus, muss ich sagen. So. Das Beste ist, wenn die in einen reinlaufen, verliert man nur Lebensenergie. Man muss die echt. Also. Nee. Gut, die Design ist irgendwie anders. Es geht weiter. Ganz ehrlich, okay, ich mache jetzt noch einen Versuch. Also. Ich weiß nicht. Laufen die auch noch so schnell? Ah. Da, wenn ich die Schildkröte treffe, kommt einer. Okay. Bam, bam. Bam. Werde ich überfahren. Ja, wie wenig Schaden auch die Dinger machen irgendwie. Okay, jetzt haben wir immer so eine Art Logik. Spannend ist aber trotzdem irgendwie anders. Und dass man nicht im Springen werfen kann, ey. Ist aber so spezifisch hier. Vielleicht schaffe ich den Bosskampf jetzt sogar auch. Wo ich jetzt irgendwie auch null ehrgeizig bin, ehrlich gesagt. Also auch, obwohl die Musik voll dramatisch klingt, man hat irgendwie so gar kein Gefühl von Dramatik hier bei so einem Bosskampf hier. Ja, hier. Weil man hält eh so viel aus. Was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Aber, okay, geschafft. Aber auch die Logik dahinter, ich muss die Schildkröte hauen, damit hier Mini-Scratchies ankommen. Okay, jetzt habe ich mich immerhin nicht komplett blamiert und kann euch wenigstens noch das zweite Level zeigen. Okay, The Medieval Dead, also die Level scheinen sich thematisch an Zeitepochen zu orientieren. Ich nehme an, hier wird dasselbe sein. Die Ladezeiten sind für Super Nintendo-Verhältnisse relativ lange, oder? Okay. Es ist wirklich exakt dasselbe. Ich muss mir rumlaufen, irgendwelche Waffen suchen, finden, vor ihm da sein. So. Okay, auf Ratten aufpassen. Also richtig spannend ist das ehrlich gesagt nicht. Wäre natürlich schön, wenn man irgendwie wenigstens so eine Minimap hätte oder irgendwie sowas, wo man sehen würde, wo Scratchy ist. Okay, also auf jeden Fall schon mal mehr. Ey, wie viele Waffen hat der denn schon eingesammelt? So langsam bin ich doch jetzt auch nicht. Also, was ich gelesen habe, ist auch, dass das Spiel, ich glaube, nur 7 Level hat. Und die sind alle so aufgebaut. Das heißt, ihr habt immer hier so ein, ich sag mal, Klopp-Abschnitt. So ein Klopp-Abschnitt und dann kommt halt so ein Boss. Okay. Immerhin läuft der Computergegner aber auch in Fallen rein. Also das ist natürlich nicht verkehrt. Auch wenn der irgendwie viel mehr Waffen hat, als man selber irgendwie. Also auch die Steuerung, die macht halt, die ist jetzt nicht komplett scheiße. Das kann man sagen. Also wenn man auf Springen drückt, dann springt er auch so ungefähr. Aber so diese Details, dass man zum Beispiel beim Springen nicht schießen oder schlagen kann. Oder... Nee. Also für ein Spiel, das sich darum handelt, dass man sich ja kloppt,
ist die Klopfmechanik sehr starr, sage ich mal. Wie ihr seht, also gerade hier, ne? Also wirklich spannend ist das jetzt nicht. Ich frage mich, diese Mini-Scratchies, ist das eine Waffe von ihm oder ist das einfach so levelmäßig irgendwas? Ich habe hier so einen Salzblock, ne? Was bringt der denn? Kann ich nicht auswählen. Also ich weiß nicht. Also ich habe so schlechtere Simpsons-Spiele gehabt. Das muss ich sagen. Also besonders die Gameboy-Titel, die waren bisher richtig kacke. So richtig, richtig scheiße ist es nicht. Aber auch heutzutage nicht mehr spielenswert. Es ist einfach so unterer Durchschnitt, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht richtig, richtig mies. Es gibt natürlich wesentlich schlechtere Titel. Aber es ist auch echt nicht gut. Ich weiß nicht. Wer kam auf diese Idee, das so zu pitchen? Bitte Game Over. Und seht euch meine Ladezeiten an. Also für Super Nintendo Verhältnisse ist das... Ich weiß nicht. Ach, wisst ihr was? Ich habe echt keine Lust mehr. Aber das ist so... Das ist Zeitverschwendung, das Spiel. Also es ist immer noch kein gutes Simpsons-Spiel, leider. Überraschung. Danke, dass ihr diesmal wieder reingeschaltet habt. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.